Position jetzt der Kelle Oberländer auf seiner Suzuki mit der 138 unter Druck von der Startnummer um 14. Das ist der Gunnar Hasi auf seiner ebenfalls auf der Husqvarna unterwegs. Und jetzt immer die Gerade, immer das Gefühl in der Gasse zu haben, weil wenn sie folgen, können sie die ganze Gerade runter. Ja, wunderbar zu sehen wir, wie denn die Großen anfangen zu blocken, damit keiner von hinten hier an unseren heimlichen Start mit der Startnummer 300, der jetzt hier feilschnell die Gerade runterzieht. Hier, jetzt werden sie alle im Endziel, werden sie eingesammelt, werden nach Klassen sortiert. Und jetzt möchte ich hier mal die Hände sehen und einen Riesenapplaus hier für unser Akteur mit der Startnummer 300 hier. Das ist mal Nachwuchsarbeit vom Allerfeinsten, den hier der Ralf Kohn mit seinem Team und auch die Jungs vom MSC Elmsdorf macht. Ja, der MSC Mölln zum Beispiel dieses Jahr Premiere auf die ADAC Masters, das ist die hochkarätigste Motocross-Rennserie, wird am 13. und 14. Mai in Mölln zu Gast sein. Also 13. 14. Mai ADAC MX Masters beim MSC Mölln. Ja, Thorsten, aber die ganzen Reihen hier der ADAC, die ADAC MX Academy ist ja auch Team. Ja, wir haben auch den MSC Elmsdorf hier mit dabei mit ein paar Fahrern. Und jetzt geht es erstmal hier in den Start, die 5 Sekunden oben. Und unsere Kleinsten fahren auch los hier. Also, Racing vom Feinsten. MSC Mölln, MSC Elmsdorf bei uns in der Halle B5 jetzt. Ja, und die beiden führen im Sinn von MSC Elmsdorf. Auch die Junioren geben mächtig Gas immer auf der Strecke. Dort ist zum Beispiel jeden Mittwoch auch das Training möglich. Also einfach mal im Internet gucken bei MSC Elmsdorf oder auf der Mölln.